Hallo und herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaft Simulator in Australien mit dem McManius, dem David und dem Shui Films. Ja, grüß dich Leute, hi. Und ich habe angedockt. Yeah, reingestößelt. Ey, hast du mich irgendwie berührt oder so dahin? Ich bin wieder raus. Unsittlich. Ich habe dich nicht berührt, nee. Doch, ey, jetzt leuchtet das hier rot. Wieso leuchtet das denn rot, dieses Auffüllen, Umfüllen? Du hast es wieder kaputt gemacht. So, wir fangen gerade richtig, richtig sauber BGA ein hier, Mensch. Jo, und ich häcksel schön. Schui, andere Seite. Was? Schui, andere Seite. Was? Ja. Wieso denn? Weil du nicht durchs Feld, du fährst nicht durch, Schui. Achso, ja, vergessen. Ja. Und was macht Schui? Sorry, der stand im Weg. Schui. Ich weiß nicht, warum der... Du fährst schon wieder durchs Feld. Ja. Ach ja, scheiße. Oh, einmal mit Profis, einmal. Ja, Profi halt, ne? Ist ja Standard hier. So. Mann. Kann nicht wahr sein. Kein Bock mehr auf den Case. Ja, also ich glaube, da brauchen wir echt einen anderen Traktor dran. Da bräuchte man vielleicht was aus der 7R-Serie. Ja. Obwohl, naja, eigentlich sogar schon 8000, ne? Vom Gewicht. Ich muss sagen, die John Deere haben nervig. Den 8000er haben wir nicht mehr. Den 8360 haben wir doch drin gelassen. Ach ja, stimmt. Was kostet der? 250 oder sowas. Ich muss mal gucken, eine BGA ist ja voll so. Wir haben ja auch neue Mods reingenommen. Und zwar hier mal zur Info, den John Deere 7260R, 7280R und den 7280 Track. Und einmal Bereifung dazu. Wie viel Geld haben wir nochmal? 91. Er ist kaputt. Wer stoppt eigentlich dieses Mal die Zeit? Ich. Ach so, gut. Ich habe angemacht, ja. Jetzt geht wieder. Meine Güte. Doch. So, oh, der 8360R ist natürlich mit 278.000 ganz schön teuer. Ist aber schon ein Riesenfeld hier. Ja, ja. Also nach dieser Ernte würde ich gerne wirklich dann mal alle alten Johnnies verkaufen und ein paar neue. Auf jeden Fall, ja. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr auf die alten Dinger da. Nee, da gebe ich dir recht. Wie viel Prozent hast du, Schui? 90 Grad. Ich denke, die Reihe schaffe ich gerade noch so. Nee, glaube ich nicht. Wenn du mich weglässt, dann kann ich auch... Du hältst dann einfach an. Ach, das geht. Ich dachte, der kann nicht so weit. Oh, ist ja cool. Doch, macht das schön. Doch, das macht ja alles schön in Cockpit-Perspektive. Sieht immer geil aus, sich in Cockpit-Perspektive reinsetzt und dann den Helfer arbeiten lassen. Holt euch mal Feld 25 für das Dingens? Ja. Oh, cool. Wo muss ich hin? Zur BGA. In Silo. Wo ist die? Genau nebendran am Feld. Nee, wieder vor. Ja, da genau. Hinten? Genau. Und dann noch rechte Hand. Da, wo der Guten war. Ja, keine Ahnung, wo der war. Ach so. Der kraucht da rum immer. So. Ach, habt ihr schon wieder neu angefangen zu säen? Ja, klar. Mensch. Das geht hier rabbi-zabbi. Rabbi-zabbi. Warte mal, wir kriegen pro 15.000er Schaufel 40.000 Euro oder sowas, ne? Ja. Oh ja. Spielt ihr hier eigentlich auch auf Hardcore, oder? Nee, Mittel. Ah, na klar. Das würde dann nie so viel Geld haben in, was weiß ich, wie viel. Aber 60? Weißt du, was richtig fett ist, in dem 39 zu sitzen und mit dem Australien-Anhänger hinten dran Häckselgut einzufahren? Den 939, den Feuer ist ja ziemlich, oder? Wie bitte? Ja, mach ich. Ja, bist du schon voll oder was? Nee. Ich war nur zu weit weg gekommen. Aber hier ist sogar noch ordentlich was vom Feld, ne? Wir sind noch ja, so weit am Ende. Barbaren sind noch da. Auf jeden Fall. Schaffen wir noch ein zweites komplettes Silo voll? Wird wohl nix. Aber, ach jo, stimmt. Aber einiges geht da rein. Vor. Und wir müssen auch mal gucken mit der Gülle. Obwohl, man kann ja dann, glaube ich, weiter in den Schredder reinschmeißen, dass man keine Gülle halt kriegt. Ja. Also irgendwie sieht der Hänger vom David richtig klein aus gegen die anderen. Wenn ich bedenke, dass es in meinem Let's Play der größte war. Der Hänger oder der Anhänger?
Was? Hä? Da sieht der Hänger oder der Anhänger klein aus? Oh, jetzt gibt's Randale. Klar. Immer noch. Bisschen Rangel. Guten. Ja, Mensch. Helfer hier aktiviert und so. Und der fährt dann wieder Müll. Ja. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Hänger und Anhänger? Den Hänger hast du in der Hose. Ah. wer hat den Cat geparkt? Den Lexion? Keine Ahnung. Von wegen Perversität und so. Ah, jetzt verstehe ich. Ja, genau, das habe ich mir beim den geparkt gesehen. Da verstehe ich auch den Witz vorhin im Megaprojekt hier. Schön. Ach so. Sehr cool. Was denn, will er nicht? Kann das kurz nochmal bei mir reinspritzen hier, dann kann er ein Stück weiterfahren. Gülle fast übrigens kaputt, ne? Stopp! Geht nicht mehr? Du weißt nicht, der zeichnet mir jetzt so einen roten Kranz um die ganze um die Anlage da an. Na, ich gucke gleich mal. Ja, mach das. Ach so, guten sitzt gar nicht mehr drin. Nee, nee. Nö, nö, ich war ja wieso nur im Helfer und hab ein bisschen zugeguckt. Das ist auch gut. So. Hab ich auch manchmal heimlich im Let's Play gemacht. Und dann einfach getan, als ob ich gut fahren könnte. Ich glaube, das haben alle bemerkt. Ja. Ja. Bei mir auch leider. Vor allen Dingen dann unten. Chewie, du weißt schon, dass man unten sieht, dass das Geld runtergeht. Vor allen Dingen oben Helfer entlassen. Ja. Ja. Peinlich. Bin ich ja manchmal froh, dass wir keine Kollision mit drin haben, Guten. Oho. Gerade heute. Ja. Wieso? Weil unser Gülle jetzt Schrott wäre. Aber Guten wollen wir vielleicht mal ganz kurz tauschen. Ich schmeiß mal an den 939 das. Upsala, das Gülle-Pack. Also. Den Australien-Hänger mit dem Case. Meinst du, es wird nix? Ah, ja, aber es ist halt grausam mit dem Knicklenker. Ja, das weiß auch nicht, wer die Investitionen da gemacht hat. Ja, du. Danke. Ich habe hier noch nie was gekauft, das ist dir bewusst, ne? Alle Investitionen gingen auf deine Kappe. Ja, wie immer. Aber der war auch, glaube ich, 30-40% günstiger. Der war richtig günstig. Ja. Sonst hätten wir uns den ja nicht gekauft. Uns mehr oder weniger nur gekauft, weil er so billig war. So, na dann schauen wir mal. Ups, was wird? Aber wie viele Stunden wir auch schon auf dieser Map hier verbracht haben. Ja, einiges. Wie gesagt, macht ihr eigentlich mal was offscreen? Nee, gar nichts. Das machen wir eigentlich nur beim Megaprojekt. Ach so. So, Leute, jetzt muss ich aber mal kurz hier raus aus dem. Wahrscheinlich ist Shui beeindruckt, was man auf dem Mittel erreichen kann. Ja, ihr spielt hier auch zu dritt oder zu zweit immer. Nicht zu dritt immer. Meistens jedenfalls. Ja, guck mal, ich spiele alleine als Kackboon. Und hast immer Abonnenten dabei. Oder nee. Fast immer. Oder häufig. Eigentlich nicht. Ich habe, glaube ich, 4 oder 5 Mal mit Abonnenten aufgenommen. Also gefühlt hast du das dauernd? Nee. Ja, wenn du guckst, wir gucken ja, immer täglich. So, jetzt machen wir es mal auf Saugen maximal. Die Zapfwelle nehmen wir auf 1000. Schieb mich mal, ich habe keinen Bock zu fahren. Spritzgestänge. Funktioniert auch noch. Okay. Oh mein Gott, wie scheiße. Oder wie gut. Okay, ich kann wieder alleine fahren. So. Er schiebt. Er schiebt mich einfach über das Und Feld. Wir können befüllen. Also mit dem 939 geht's super easy, Guten. Das ist cool. Damit war es auch letztes Mal schon easy. Ja, und der 939 hat den Vorteil, der bleibt an, cool. Wenn du aussteigst. Ja. Das heißt, man kann ganz in Ruhe das. Boah, nein, er hat den mit der nervigen Hupe. Eine Frage: Haben wir zufällig noch irgendwo ein Gewicht? Was ist denn mit dem Kasper los jetzt? Kloppt da einen Schluck auf. Ja.
Haben wir noch irgendwo eingewischt? Die Hupe. Die Hupe. Ey, wie kann man sich da so wegschmeißen? Der Teaser. Ja. Aber soll ich dir mal sagen, Guten? Wir haben schon 200.000 Gülle rausgepumpt, ne? Ja, ich weiß. Oh mein Gott, die Hupe. Das geht auch richtig schnell. Mit Gülle, da ist das echt... Das ist was anderes als Dünger oder so. Ja. So. So, ich mach mal hin. Oh Mann, ist das gut. Mach die aus. Was denn, der hupt wohl nur rum, oder was? Ja, permanent, so eine Minute. Oh Mann. Du bist, glaube ich, auch voll, oder? Nein. Oder ziemlich voll. Jetzt. So. Ah, das sieht auch brutal dreckig aus. Die Hupe, ey. Wie heißt der Mod? Den muss ich ja haben. Was haben wir denn hier arbeitslich? Nee, der ist eigentlich so schmies, bis auf die Hupe. Ja, deswegen, ja. Ach, du stehst wohl nur auf dicke Hupen, oder wie? Ja, klar. Dicke Hupen sind cool. Vor allem, sie sind cool. Die Hupe ist so der Mörder, ne? So, Kabinenlichtmenü. Wie ich den Knicklenker hasse. Schui! Ich feier. Kann mal bitte jemand das Fahrzeug zurück? Alter. Nee, da macht er ja noch mehr Meter mit der Hupe. Der drückt durchgehend. Durchgehend. Die ist so geil. So, wir haben 98% Gülle inside. Oh. Jawohl, auf geht's. Sehr nice. Oh Mist, ich habe den Krabbengang eingestellt. Scheiße, wie habe ich denn das jetzt gemacht? Na, stell wieder um. Numpad 7 bis 9 oder so ist das. Die Hupe. Die Hupe. What the fuck ist die gute? Saugen. Umwälzen. Ne, 9 ist hier gar nichts. David, ich bin noch lange nicht voll. 4 und 5. Hä? Ach, ich komme wohl nochmal zurück bis hier, bis ich voll bin. Bin erst bei 70%. Okay. Jetzt haben wir wieder die richtige Einstellung. Habt ihr noch so geile Trecker? Nein. Wer hat den eigentlich reingenommen und gekauft? Wer hat Schui eingeladen? Du. Und wer hat den gekauft? Du. Scheiße. ist klar. Ich mache ja gleich jemand anders zum Admin. David. Der kauft dann noch einen zweiten 936, setzt sich rein. Und freut sich. Ich verdichte mal. Das ist mal eine gute Idee. Aber nicht mit dem Profi-Hopper. Ne, mit dem Dicken hier, mit dem... So, was das sein war das? Spritzgestänge auf und ab. Warte, Spritzgestänge, sollen wir das abmachen oder hoch man oder runter? Man senkt das normalerweise. Ja, aber okay. Bei dem ist das generell, glaube ich, relativ viel tief, ne? Auch wenn das nicht... So, okay. Ist das eine Fackel? Ne, das ist so eine Kontrollflamme. Oh. Also ich heb mein Spritzgestänge. Ist klar. Lass das nicht immer dabei fallen. Ist doch blöd. Spritzgestänge. So. Hier kann ich auch mal mehrfach über das Verdichten-Dingen fahren. Aber bitte Platz machen. Was ist denn jetzt hier die richtige Geschwindigkeit? Vor allen Dingen mein Nebel, knappe 30. Ja, der Nebel und ist auch hört sich irgendwie so ein Schiff. Ganz ehrlich, welcher Affe, welcher dämliche Traktorentwickler, oder keine Ahnung, macht so eine dumme Hupe? Ey, das ist ein Mod, das ist dir bewusst, oder? Ja. Ja, kann doch sein, dass der in echt auch so hupt? Nee. Nein, in echt nur einer so. Wer? Der Duke of Hazard.
Was ist das denn? Nein! Hat er jetzt, hat er das jetzt gerade gefragt, David? Hat er. Du kennst nicht, ein Typ kommt selten allein? Nee. Oh mein Gott. Jugend. Hey, warte. Kennst du das gut? Nein. Okay. Das ist nicht ganz mein Jahrgang, glaube ich. Wie, das ist nicht ganz dein Jahrgang? Ja, da warst du noch nicht sehr alt. Oder ist das Newcomer? Noch nicht sehr. Nicht viel jünger. Nee, der Film kam erst im Kino, also jetzt erst vor, was weiß ich, 3 Jahren oder so, 4 Jahren. Ja, ja, Mensch, da war ich noch zu klein für Kino. Mit der Jessica Simpson. Da hatte ich noch einen Kindersitz im Kino. Aber die Dinge habe ich gefeiert. Obwohl die Sessel viel bequemer sind, wenn man da Polster drauf hat. So. Aber das mit den Gülle-Ding ist schon hardcore hier, ne? Das macht aber Spaß, finde ich. Ja. Ist man im Kino nicht sogar, darf man im Kino nicht sogar bis 16 Jahre so ein Sitzkissen nehmen? Ich glaube. So, aber ich würde sagen, das mit dem Sitzkissen klären wir im nächsten Part. Ach so. Denn. Weil sonst würde ich mir mal eins nehmen. Es ist erstmal Part Ende und ja, wenn es euch. Hart, ne? Ey, Schnauze. Also, wenn es euch gefallen hat, bewertet das Video positiv und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.